Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Freitag, es geht ins Wochenende, und so fürs Wochenende, dann brauchen wir immer etwas, was uns so ein bisschen durchs Wochenende trägt und wo wir uns mit beschäftigen können. Und Sie wissen ja, bei Time to Do gibt es immer Dinge, die unsere geistige Entwicklung etwas fördern wollen. Und nachdem er einmal bei mir in der Mittwochssendung war und die Resonanz so groß war auf das, was er erzählt hat und was er eigentlich tut, freuen wir uns, dass er heute für eine ganze Sendung bei uns ist. Herzlich willkommen im Studio, Andreas Körber. Herzlich willkommen und danke für die Einladung nochmal bei dir, Norbert. Du, es war erstens mal eine tolle Geschichte, die du vorgestellt hast, weil so diese Thematiken mit Worten, mit der Schwingung hinter den Worten, mit den ganzen Zusammenhängen, das war für mich auch sehr, sehr lehrreich, was ich da alles gehört habe, und natürlich die Zuschauer waren begeistert. Jetzt hast du uns auch drei Bücher mitgebracht. Vielleicht erklären wir den Zuschauern erstmal, warum du diese Bücher mitgebracht hast und was da drin ist. Genau, wenn ich das so in der Kürze zusammenzufassen, dann machen wir das. Also zum einen erstmal das ganz wichtige Buch ist hier vorne von dem Zuschauer aus gesehen links. Das ist Philos der Tibeter. Da steht eigentlich die Grundlage, was alles tatsächlich mit Schwingungen bzw. mit Frequenzen und mit Graduierungen, also Anzahl von Frequenzen, gemeint ist und wo das anfängt. Das fängt bei Vibrationen an, dann geht es in den hörbaren Bereich, dann geht es in den Ultraschallbereich, wo man dann tatsächlich durch den Bauch gucken kann. Dann gehen die Frequenzen darüber in den Bereich, wo man dann Licht sieht. Darüber hinaus immer einfach nur höhere Frequenzen geht es in den Bereich der Wärme. Darüber kommt aber dann auch noch Elektrizität, und über diesem Frequenzbereich, in diesem Spektrum, was danach folgt, alles nur Frequenzen, also Zahlen, ja, ne, Mengen von Frequenzen in Zahlen ausgedrückt, in Hertz, kommt dann der Bereich der Psyche, der Seele, des Seelenspeichers. Und diese Zusammenhänge stehen in diesem Buch hier, Philos der Tibeter, wunderbar drin. Das ist ein Buch, was 1876 schon geschannelt wurde. Mhm. Die Regie soll die Bücher bitte mal einblenden. Mhm. Also das Buch wurde gechannelt 1876, und 1886, also 10 Jahre später, erst gedruckt. Ich kann es auch einfach mal eben halten, also ich nehme es mir einfach mal eben in die Hand. Das ist Philos der Tibeter. Da ist die Kamera, genau. Wie gesagt, das ist nicht 1976 gewesen, sondern 1876. 1876 wurden diese Informationen bereits gechannelt. Gechannelt. Derjenige, der das gechannelt hat, hat es quasi als er selbst, als Philos, erlebt. Und zwar in der Zeit von Atlantis, vor über 12.000 Jahren. Mhm. Und dort sind alle Technologien drin beschrieben, also auch Flugreisen ohne Treibstoff oder Ressourcenverbrauch. Einfach Gravitationskräfte, Levitationskräfte. Eigentlich muss man sogar die Ätheronen-Energie mit reinbringen. Denn das ist, das kann ich nur so kurz abhandeln, weil das ist sehr umfangreich, das Buch. Gleichzeitig ist es aber auch ein Roman, der mit Liebe zu tun hat. Mhm. Mit Findung von Menschen, die sich über Jahrtausende vielleicht verloren haben, dann aber wiederfinden. Es sind die Bereiche beschrieben, was wir als Astralleib, als Seelenkörper, wenn wir gerade nicht als Körper hier inkarniert sind, erleben, nämlich unsere eigene Vorstellung von dem, was wir angesammelt haben als Information in unserem Seelenspeicher, als Vorstellung, erleben wir dann so, dort wird es beschrieben über den Planeten Venus, er wird dort Hesper genannt, deswegen auch Hesper Verlag. Aha, passt alles zusammen. Damit fing nämlich der Hesper Verlag von der lieben Sabine Glocker, die ich auch an der Stelle ganz liebevoll grüße. Sie ist ja morgen auch, glaube ich, hier bei dir. Ja, ja. Dort treffen sich dann plötzlich die Leute in ihrer eigenen Welt wieder. Das heißt, also genau ein Thema zur richtigen Zeit eigentlich, ja, wo die Leute anfangen, bewusst zu werden, verstehen, ja, was ja, sie sind und wie sie sind, dass sie da nochmal einfach Zusammenhänge erfahren können, die wir so in unserer Realo-Welt ja, nicht bekommen, ja, dass wir da uns nochmal vertiefen können. Das geht sogar so weit, dass dort auf Hesper dann unser Astralleib, wenn der sich vom Körper lösen konnte, da sind ja ein paar Bedingungen auch dran geknüpft, zum Beispiel, dass wir am besten natürlich unsere Körper nach dem Tod verbrennen lassen komplett. Mhm. Dann können wir leichter gehen. Sonst fällt es uns manchmal schwer, hier loszulassen. Und dann geistern wir hier noch eine lange Zeit rum und merken es teilweise gar nicht. Ja.
dass wir immer noch, also körperlich nicht mehr hier sind, aber immer noch anwesend. Okay. Aber dort dann, wenn wir loslassen konnten, erleben wir uns auf einmal in der Welt. Zum Beispiel, ich bin jemand, der, mag sich jetzt ein bisschen überzogen anhören, wenn ich das so sage, aber ich muss es eben so sagen. Ich kenne mich mittlerweile über die ganze Wissenschaft so exakt und präzise mit den Fakten und Daten, den ganzen Parametern, den Naturkonstanten, über die Zusammenhänge zwischen Elektrizität, zwischen machbaren, innovativen Technologien, welche Parameter man da einhalten muss. Ich kenne mich so präzise aus, dass mir irgendwo durch das Lesen dieses Buches Philos der Tibeter klar wurde, ich habe die Dinger alle schon mal gebaut, damals in Atlantis oder vielleicht sogar noch früher. Wenn ich sage Dinger, dann klingt das so ein bisschen lapidar. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Dinger, sondern das sind tatsächlich Technologien, die nicht wider der Natur laufen. Das heißt, nicht Explosionsmotoren. Und Implosionsmotoren wäre ja dann sozusagen das Pendant zu Explosionsmotoren. Ja, richtig. Aber dazwischen gibt es auch noch was. Das ist nämlich naturrichtige Frequenzen, naturrichtige Resonanzen, naturrichtige Farben, naturrichtige Worte, weil beim Wort geht alles los. Wort ist die Initiation der Schöpfung. Ich habe dem lieben Heinz vorhin schon erklärt, der war ja auch bei dir schon, glaube ich, öfters in der Sendung. Zweimal bisher. Über die Logosophie. Ich habe ihm nicht erklärt, sondern wir haben uns unterhalten. Das ist immer ein bisschen besser ausgedrückt, weil wir wollen die Augenhöhe behalten. Richtig, genau. Nicht der eine erklärt dem anderen, was er noch nicht weiß, sondern wir erinnern uns nur gegenseitig daran, was ja in unserem Herzzentrum sowieso verbunden ist. Also über die Verbindung des Herzzentrums komplett ans morphogenetische Informationsfeld angedockt ist. Mhm. Und deswegen erinnern wir uns daran. Und wenn wir uns daran erinnern, wie die Dinge naturrichtig laufen, dann haben wir plötzlich Motoren oder Blockheizkraftwerke oder Autos oder Handys, die in Resonanz sind mit dem Biokosmos, sag ich mal, mit der Biophysiologie unserer inkarnierten Erscheinung hier. Genau. Und wenn wir das haben, dann macht keine Maschine mehr Stress. Dann macht auch kein Bildschirm mehr Stress, keine Strahlung, kein WLAN, keine radioaktive Strahlung. Das macht alles keinen Stress mehr, wenn wir Technologien einsetzen, die mit der Natur, mit den Naturkonstanten in absoluter Resonanz und deswegen Harmonie sind. Harmonie, darauf läuft doch alles irgendwann hinaus. Stichwort Harmonie. Dann steht da noch in der Mitte ein Buch, was mich besonders fasziniert hat, als du mir davon berichtet hast. Und zwar, da geht es um ganz altes Wissen. Mhm. Was verbirgt sich denn in dem Buch? Ja, dann nehme ich das mal hoch. Mhm. Das Siegel des Sahure. Ja. Ein riesendicker Wälzer. Sie sehen es, wir haben hier knapp 450 Seiten. Und zwar geballtes altes Wissen. Was finden wir in dem Buch? Ja, das ist nicht nur geballtes Wissen, sondern das ist tatsächlich ein Ballen, sozusagen eine Papyrusrolle, mehrere Papyrusrollen, die 4500 Jahre alt sind und ihre Übersetzung, nicht nur Entschlüsselung. Entschlüsselung heißt, man entschlüsselt Symbole, die dann entsprechende Bedeutung haben, wie zum Beispiel in den ägyptischen Hieroglyphen gibt es diese Welle, heißt dann meinetwegen Schwingung, zwei Wellen heißt dann Wasser, oder Fluss, und drei Wellen hast du dann Strom, also auch nicht nur Wasser, Fluss, Strom, sondern auch Elektrizität. Das sind Entschlüsselungen. Aber Übersetzungen heißt, wir übersetzen etwas ins Deutsche. Das ist mit diesem Buch passiert. 4500 Jahre alt. Wir gucken sozusagen, wenn ich das Buch lese, ist es für mich wie, als würde ich mit einer Videokamera über die Schulter von zwei ägyptischen Hohepriestern, einem tibetischen Zen-Meister gucken. Ich habe es in der letzten Sendung, letztes Mal, als ich hier war, schon mal erwähnt. Da sind die Bücher auch zu sehen. Das mittlere Buch eben, das Siegel des Sahures. Wir sehen, wie die Forscher von damals, das waren die Hohepriester, ich würde übrigens sagen, die Forscher von heute sind auch die neuzeitlichen Hohepriester. Aber solche Leute wie Klaus Volkammer oder Klaus Turtur oder Konstantin Meil oder Harald Kautz-Weller. Ich auch, ich zähle mich auch dazu.
Wir sind eine neue Kategorie sozusagen von Hohepriestern, die jetzt auch nicht mehr rumrennen mit Prunk und Gold und wir sind die Tollen, wir sind die Helden. Das sind wir gar nicht. Das fand schon statt, auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Wir sind einfach nur bei uns angekommen. Richtig. Wir haben unsere eigene intrinsische Motivation, wie wir die Dinge erforschen, wie wir sie selbst auch am besten verstehen können, wenn wir von innen motiviert forschen. Mhm. Und nicht von außen, von einem Lehrplan oder einer Universität, die uns sagt, so und so hätten wir das zu sehen. In der Physik oder in der Chemie oder in der Biologie. Das entsteht aus uns heraus. Ja. Und so ist auch eigentlich Wissenschaft gedacht. Ja. Wenn man die alten Lehren anguckt, Galilei, Kopernikus, wie auch immer. Dann schafft Wissen nämlich wirklich. Exakt, exakt. Mein Gott. So toll hatten die es dann auch nicht danach, als sie plötzlich gesagt haben, nö, es ist nicht so, es ist andersrum. Ne? Dann gab es halt einige andere Thematiken. Aber gut, andere Thematiken, auch wieder ein weiteres Stichwort, warum. Unser Streben und unser Handeln geht ja auch dahin, dass wir sagen, die Systeme, die bisher in unserer Welt tagtäglich am Laufen waren und so sind, wie sie irgendwann eingerichtet wurden, haben eigentlich ihre Halbwertszeit überschritten. Mhm. Bedeutet, diese Systeme sind der Erneuerung eigentlich jetzt bereit und es muss es nur getan werden. Ja. Und da sage ich nur ein Stichwort, Ubuntu. Ja, genau. Ubuntu ist tatsächlich das Stichwort, also gemeinwohlorientiertes Wirtschaften oder Ökonomie, könnte man dazu sagen. Steht auch auf dem Titel von dem Buch Ubuntu von Michael Tellinger auch drauf. Da geht es wirklich um das Gesamte. Es geht eigentlich um ein, wie wollen wir zusammen leben? Mhm. Und zwar, wie will ich leben? Und wie willst du leben? Und wie wollen die Zuschauer leben? Wie will jeder Einzelne eigentlich sein Paradies erleben? So wie Gandhi schon gesagt hat. Ne? Ja. Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, heißt, ich trage auch die Verantwortung, wie die Welt aussieht. Das, was ich tue, ob ich etwas gerne mache oder ob ich denke, ich müsste das machen, weil ich damit mein Geld verdienen muss, um meine Miete zu bezahlen, dieses ganze Geldsystem, diese ganze Angst. Das uns unter Druck und Zwang setzt. Genau. Das und alles, was Zwang ist, ist nicht ursprünglich. Ja. Immer wenn ich dich, wir haben ja von den Aufklebern erzählt, die wir gerade drucken lassen, auf einem steht drauf, sei ungehorsam. Mhm. Und dann haben viele Eltern, die das gesagt haben, um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen. Für die Kinder sage ich, halt, seht, Kindererziehung darf nie Zwang bedeuten, also Anordnung nach einem Befehl- und Gehorsamssystem. Kindererziehung muss immer auf Erklärung und auf Definition aufgebaut sein. Mhm. Anders kann ein Kind nicht lernen. Und dann brauche ich auch keinen Gehorsam, denn es folgt automatisch, wenn es mich als den Wissenden, den Schützenden und den Leitenden anerkennt. Mhm. Das passiert bestimmt nicht, wenn wir auf Gewalt gehen und mit Gewalt versuchen, unsere Kinder ins Lot zu bringen oder zumindest so hinzubringen, wie wir meinen, dass es richtig ist. Deswegen ganz wichtig, das ist ein Buch, wo ich sage, alle Menschen, die heute der Meinung sind, dass sich Dinge verändern müssten, bevor sie sich selbst anfangen, Gedanken zu machen, es gab schon viele, die sich Gedanken gemacht haben. Und diese Dinge können wir einfließen lassen, wie zum Beispiel hier Ubuntu, das Buch, wie gesagt, von Michael Tellinger, der auch schon Gast hier bei Time to Do war. Er hat diese Anunnaki-Stadt in Südafrika entdeckt und noch viele weitere Dinge. Arbeitet auch viel zusammen mit Leuten wie Klaus Donau oder wie heißt der? Klaus Donau. Donau, der Ossietzky, der die Pyramide in Bosnien entdeckt hat. Das ist hat. Der Sam Osmanagic. Osmanagic, genau. Auch so ein irres Wort. Diese Zusammenarbeit macht er warum? Um einfach die Dinge, die Hintergründe so zu entschlüsseln und uns so zu zeigen, wie sie wirklich waren. Deswegen hat auch zum Beispiel Klaus Donau ein Buch geschrieben, Verbotene Archäologie. Nicht, weil sie ihm verboten haben zu graben, sondern weil es verboten war, die Ergebnisse zu offenbaren, wo plötzlich Dinge ans Tageslicht kamen, die nach unserer Geschichtsschreibung gar nicht so sein können. Meine Empfehlung, die drei Bücher, fantastische Bücher und kann ich Ihnen nur empfehlen. Und Weihnachten steht vor der Tür und bevor Sie hingehen und irgendwo etwas kaufen, das etwas gekauft ist, verschenken Sie sinnvolle Dinge, verschenken Sie Dinge, die aus Ihrem Herzen kommen und auch für die, die es geschenkt bekommen, Sinn machen. Denn Schenken hat nicht den Anspruch, dass was geschenkt wird, sondern dass etwas aus dem Herzen kommt. Und jetzt hast sind wir schon gesagt. Punkt. Ja, das passt alles zusammen, weil das rollt wieder wie ein Satz gibt den anderen. aus dem Herzen sind wir bei unserem Sendungsthema eigentlich Schwingung oder wie du es nennst, Wort, Kraft, Schwingung. Vielleicht für die Zuschauer noch mal eine kleine Erklärung. Was verbirgt sich hinter der Definition Wort, Kraft, Schwingung? Wie bist du überhaupt drauf gekommen? In 2 Minuten noch mal kurz erklären, was dahinter steht. Und dann schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Genau, super. Also Wort, Kraft, Schwingung
sagt das Wort an sich selbst schon, dass die Kraft der Schwingung von Worten, in dem Fall tatsächlich von Schriftworten, von geschriebenen Worten, aus Buchstaben zusammengesetzt, die wir alle kennen in unserer Sprache, auch in verschiedenen Sprachen. Jeder Buchstabe ist auch gleichzeitig eine Frequenz. Jedes Wort ist eine Frequenz. Jede Frequenz hat auch sein Pendant als Farbe, nämlich 42 Oktaven höher. Oktave heißt immer, dass ich erkläre das immer gerne noch mit dazu, auch wenn aus 2 Minuten dann mal 3 oder 4 werden. Aber es ist wichtig, dass man das einmal begriffen hat. Eine Oktave ist immer nur Frequenz mal 2. Also eine Frequenz, sagen wir mal 100 Hertz mal 2 ist 200 Hertz, ist eine Oktave höher. Wieder mal 2 ist 400 Hertz, ist wieder eine Oktave höher. Wenn man das mit den Frequenzen der Worten, die aus meiner Wortkraftschwingungssoftware ermittelt werden, hochoktaviert, 42 Mal ein Wort, dann landet man im Farbspektrum, dann hat also ein Wort nicht nur eine Frequenz, also einen Ton, einen definierten Ton, eine Sinusschwingung, sondern auch eine Farbe. Mhm. Und die ist natürlich synchronisiert in der Software, wird die einem angeboten. Wenn man ein Wort eingibt in die Software, dann haben wir tatsächlich, wenn wir dann auf Start drücken, vorher die Zeit ausgewählt haben, wie lange wir das anhören wollen, haben wir den Ton auf dem Kopfhörer, Kopfhörer ist dabei ganz wichtig, und die Farbe auf dem Bildschirm. Das heißt, so ermittelt man zum Beispiel seine Namensfarbe. Als Beispiel. Meine eigene, sorry, in der Live-Sendung, meine Namensfarbe ist dieses Türkis hier. Das ist 136 Hertz. Was sagt mir das jetzt? Bleiben wir mal gerade bei dem ersten Punkt. Also, die Software kann mir zeigen, wenn ich zum Beispiel, wir präsentieren das ja in der zweiten Hälfte nochmal live, wenn ich meinen Namen eingebe, gibt die mir 3 Aussagen grundsätzlich. Ja. Ja. Die erste ist, mit welcher Frequenz mein Name schwingt. Ja. Die zweite ist, ich bekomme eine Farbe, die meiner Schwingung entspricht und die sogenannte, wie heißt die andere? Die kriegt man noch nicht sofort. Also das ist die Komplementärfarbe, meinst du? Ja. Das ist das Dazugehörige, das Yin zum Yang oder das Schwarz zum Weiß, wenn wir jetzt schwarze Buchstaben auf weißem Grund schreiben. Das ist immer der größte Kontrast. Also ich kann für mich das so nachvollziehen, wenn ich mich in beide Farben hineinbegebe, wenn ich mich hochfahren will, dann schaue ich meine Farbe an, die meiner Frequenz. Ja. Wenn ich in die Ruhe kommen will, schaue ich genau die andere Farbe an. Dann ist es für mich, wie wenn es nur, dass die Ruhe so eine Definitionssache ist. Das Ruhe ist auch nur ein Wort erstmal. Worte haben gar keine definierte Eigenbedeutung, sondern immer assoziative Bedeutung, wie wir sozialisiert sind, wie wir konditioniert sind, wie wir gelernt haben, was ein Wort angeblich sei. Also da steckt im Wort selbst steckt noch gar keine Wertung drin. Für den einen, der für dich, ich sage das jetzt mal so, als Freunde sozusagen, für dich ist Ruhe sozusagen, ich habe so viel Power, ich habe am meisten Ruhe, wenn ich meine Energie rauslassen kann. Okay. Ne, das ist ja auch eine Definition. Wenn du in deiner inneren Ruhe bist, oder meine Frau Katrin, die sagt gern zu mir mal, komm mal in deine Ruhe, damit hat sie auch recht, aber es sieht von außen nur so aus, als sei ich nicht in meiner Ruhe. Wenn du nämlich in deinem Flow bist, dann bist du in deiner tiefsten inneren Ruhe und dann schaffst du zu kommunizieren in einer verschränkten Vollkommenheit. Das hört sich jetzt ein bisschen hochgestochen an. Aber du weißt, was ich meine. Du kommst in deinen Flow rein, bist in deiner Thematik selbst motiviert von innen, aus deinem Herzzentrum heraus und kannst plötzlich alle Dinge erklären. Mhm. So, dass man es auch verstehen kann. Für mich geht es oftmals darum, weil ich ja ein sehr aktiver bin. Mhm. Also bei mir dottelt nichts dahin, sondern läuft immer alles auf Vollgas. Mhm. Und dann merke ich plötzlich, wenn ich zu sehr ins Powern komme, ich habe mir mal sagen lassen, der Herr erschuf die Welt in 6 Tagen, am 7. Tage sollst du ruhen. Mhm. Wenn ich dann schon am 9. Tag angelangt bin, dann fällt mir das immer mal ein, oh Moment, aber du musst doch mal wieder ruhen. Und wenn ich dann, grün war für mich schon auch die Natur, also das Beruhigendste auf mich ist einfach, mich 10 Minuten bei mir auf die Terrasse zu setzen und nur in das Grüne vom Garten zu gucken, bringt mich komplett runter. Ja.
Die Gedanken werden wieder ruhiger, du bist nicht mehr so im Galopp. Also, das können wir vielleicht jetzt gleich mal direkt machen. Wir können ja mal deinen Namen direkt eingeben in die Software. Mhm. Man kann da auf einen Stick gehen, das ist alles auf einem USB-Stick, auf so einem Metall-USB-Stick, den man immer am Schlüsselbund mit dabei hat, damit man seine gesamte Wortdatenbank, die man im Laufe der Zeit auch eingespeichert hat in die Software, immer dabei hat am Schlüssel. Dann kann man die nämlich in jedem Windows-Rechner mal eben auch bei Freunden reinstecken und mal eben gucken, hey, wie heißt denn du, was ist deine Farbe, wie können wir das reharmonisieren. Noch ganz kurz zurück zu deiner Namensfarbe, nämlich die ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie 193 Hertz oder so. Treffer. Nicht? Und das ist dieses Dunkelrot. Die hast du fast an. Ja, genau, das ist nämlich deine Namensfarbe und deine Reharmonisierung, können wir gleich mal direkt vorführen gleich, ist dann diese Farbe und das ist meine Namensfarbe zufällig, 136 Hertz. Das heißt, ich mit meinem Persönlichkeitstyp, der in meinem Namen natürlich drinsteckt, Name ist nicht nur Programm, sondern und Nomen est Omen, sondern wie du heißt, so bist du. Mhm. Mein Name, Andreas Körber, schwingt auf dich sozusagen reharmonisierend, weil es dein Komplementär ist. Und dein Name, Norbert Brakenwagen, der auch aus Ahnen geschichtlich aus der Nähe von Bremen kommt, wo ich wohne, aus Brake nämlich, der Name, nicht? Dein Name schwingt auf mich reharmonisierend. Also du tust mir gut und ich tue dir gut. Das ist ja auch partnerschaftlich gar keine dumme Nummer, ne? Das ist eine ziemlich tolle Nummer, ja. Ja, genau. Zwei zusammentun, mal zu gucken, wie sie schwingen. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, dann kommt noch eine Reihe von Worten dazu raus. Ja. Was sagen uns die denn, bevor wir das den Zuschauern zeigen? Also die Worte, die unten links dann in der Software auftauchen, oben links gibt es ein Eingabefeld, unten links haben wir ein größeres Feld, wo verschiedene Worte drinstehen oder auch Sätze, einfach Wortkonstellationen auch, die alle in der Reihe, so wie sie untereinander stehen, in derselben Frequenz schwingen wie das Wort oder dein Name, den du jetzt gerade eingegeben hattest in der Software. Mhm. Was kann ich denn da als Bedeutung herleiten? Wenn ich jetzt ich sehe da meinen Namen und da steht jetzt, ich sage jetzt einfach mal ein Wort, Kieselstein. Würde als Resonanz da drin stehen. Genau. Was sagt es mir? Soll ich mich mit vielen Das ist eine gute Frage. Ich möchte dann eigentlich, und das tue ich auch in meinen Ausbildungsseminaren, ich gebe die Frage einfach zurück. Genau, was sagt es dir? Was sagt dir das Kieselstein? Es steht ja mit deinem Namen in der gleichen Frequenz. Mhm. Und wenn es dir nichts sagt, dann ist es ja auch eh egal, dann brauchst du nicht dran hängen bleiben. Aber wenn du nun gerade auf das Wort Kieselstein so reagiert hast, also angenommen, es würde da jetzt drinstehen, kann ja sein, dass es da auch drinsteht. Steht nicht drin. Steht nicht drin, okay, das weißt du schon. Dann hat das natürlich einen inneren Bezug, der aber nur zu dir besteht. Wenn dir das Wort auffällt, ne? Mir fällt zum Beispiel bei meinem Namen auf, wenn ich meine Reharmonisierung drücke, das ist dann die Farbe oder auch deine Namensfarbe, dann fällt mir natürlich das Wort sofort auf, Musiker. Ne? Bei meiner Reharmonisierungsfarbe, also deiner Namensfarbe, das Video haben wir letztes Mal, da können die Leute vielleicht, die Zuschauer nochmal die letzte Sendung von uns beiden angucken, da haben wir das Video abgespielt mit diesem Rot. Ja, genau. Das war genau die. Da steht auch das Wort Musiker, da steht Atlantis drin. Und diese Worte, Musiker, Atlantis, lassen mein Herz natürlich höher schlagen. Wenn ich das sehe in der Software, dass das mit mir was zu tun hat, dass das sogar meine Reharmonisierung ist, Atlantis, Musiker, dann weiß ich auch, warum mir manchmal auffällt, oh, ich habe schon so lange keine Musik mehr, einfach nur mal so für mich gemacht. Und meine Frau kennt das schon. Dann gehe ich plötzlich irgendwie aus der Küche irgendwie rüber ins Wohnzimmer, greife die Gitarre und spiele erst mal eine halbe Stunde. Einfach mir meine Gefühle von der Seele, vom Geist, vom Körper, spiel einfach los, weil Musiker sein ist für mich wirklich eine Reharmonisierung. Da komme ich wirklich wieder zu mir. Ne? Aber sind wir ja bei einem ganz alten Punkt mit diesem Thema Frequenzen und Schwingungen. Wir haben uns ja in den vergangenen Jahrzehnten und fast Jahrhunderten nur mit der Materie beschäftigt. Ja. Wir hatten Industrialisierungszeitalter, wir hatten Hightech-Zeitalter. Wir haben das alles durch. Ich sage, wir haben uns jetzt im Außen eigentlich unser Paradies vollendet. Mhm. Wir können mit hier sitzen, hier kann ich sitzen in der Stube jetzt in Langenthal und drücke hier drauf und verbinde mich mit der ganzen Welt. Ja. Ich kann erfahren, wie viel Grad und mit Webcams in Afrika in die Wüste schauen, ich kann aufs Himalaya gucken, kann unglaubliche Dinge machen, die früher nicht waren. Ich glaube, das hat uns auch den Exodus schon vorgezeigt, wenn wir uns zu sehr mit dem Außen beschäftigen, fallen wir auch ins Außen. Mhm. Und das Außen ist das, wenn wir wieder auf den Heinz Biederer kommen, wo er immer sagt,
Wenn du nur als Körper denkst, dann denkst du ans Überleben. Hm. Denkst du aus dem Geist heraus, dann denkst du ans Leben. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Das ist ein ganz riesiger Unterschied, den man erkennen muss. Und ich denke, dass das, was du mit der Software den Menschen zugänglich machst, ist was, wo sie anfangen können, wirklich die Frequenz- und Schwingungsharmonie mit sich. Was hat es mit mir zu tun? Gestern wieder hatte ich eine CD im Spieler drin, da ging es um heilende Musik. Mhm. Also Töne ist gleich Schwingung und Frequenz. Mhm. Wie kann ich Töne und Schwingungen zur Heilung einsetzen? Mhm. Was ist denn die Voraussetzung, was muss ich denn wissen? Wenn ich jetzt mich vor dich sitze und ich fange jetzt auf dem Klavier an rumzudengeln und weiß aber gar nicht, was ich tue, kann ich Töne treffen, da stellst du dir die Nackenhaare auf und du sagst, oh, lass mich hier weg, das macht mich irre. Ich kann aber auch genauso Töne treffen, wo du plötzlich sagst, wow. Und ich fühle mich und plötzlich fängt mein ganzer Körper an, in Resonanz zu gehen. Die Thematik ist ja noch ein wichtiger Punkt dabei. Diese Software, die wir vorstellen, das ist ja einer deiner Kernarbeiten, die du nach wie vielen Jahren beschäftigt dich mit dem Thema? Also seit Kindesbeinen bist eigentlich du ja schon der Frequenzjäger. Eigentlich seit 7. oder 8. Lebensjahr in der Schule ging das ja schon los. Da habe ich das mit den Buchstaben und den numerischen Reihenfolgen entdeckt. A ist 1, B ist 2, bis Z ist 26. Und da fing das schon an. Aber richtig als Wissenschaft, ich bezeichne mich auch als freier Wissenschaftler. Zum Glück kann ich mich als freier Wissenschaftler bezeichnen, weil ich bin nicht gebunden an irgendeine universitäre Struktur oder Abhängigkeit. Ich verliere auch keinen Titel, wenn ich was behaupte, was der Mainstream in der Wissenschaft als Blödsinn zum Beispiel gern mal deklariert. Sondern ich kann wirklich alles erforschen, was ich will, weil ich nirgendwo drin hänge. Ich hänge in keinen Bezügen drin. Und dann entdecke ich diese ganzen Zusammenhänge, die viel tiefer gehend sind. Viel tiefer. So grob oberflächlich betrachtet könnte man vielleicht von mir manchmal denken, ich komme vom Hölzchen ins Stöckchen. Aber liebe Zuschauer, wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und dann schauen wir uns nachher an, wie das Ganze mit der Software funktioniert, wie Sie in den Genuss der Software kommen können oder wie Sie gar ein Seminar buchen können, wo die ganzen Hintergründe Ihnen von Andreas Körber nochmals erklärt werden. Bis gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder. Heute bei mir im Studio Andreas Körber, der Mann, der Schwingung in die Worte bringt und nicht nur in die Worte, sondern der uns lernt, Schwingung und Frequenz zu begreifen, damit zu leben und es zu verstehen. Und es kann uns viele Antworten geben. Da wollen wir Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele machen. Für die Zuschauer müssen wir noch sagen, die Software, die Sie jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, liebe Zuschauer, die können Sie auch sofort im Shop erwerben. Das, was Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, wie wir damit umgehen, erklären wir gleich. Dazu gibt es noch spezielle Kopfhörer, weil es ist ganz wichtig, diese Frequenzen auch richtig zu hören. Und wenn Sie natürlich irgendeinen 3,99 Franken Stöpsel, den Sie vielleicht am iPhone oder sonst wo verwenden, da benutzen, das hat nicht die Möglichkeit, Ihnen die Frequenzen so über Ohren in Ihren Körper zu übertragen, wie das sein sollte. Deswegen ist es ein Paket, die Software, dann ist eine Erklärung dabei und die Kopfhörer. Die Kopfhörer und noch eine Chakrenreise, also nicht nur eine Chakrenreise, sondern verschiedene Chakrenreise-Videos. Mhm. Die sind, verlaufen immer so, dass man dann die Farbe des einzelnen Chakras sieht, die ja auch immer mit Planetenschwingungen zu tun hat, also nicht nur zu tun hat, sondern darstellen, die Schwingung und die Farbe und auch die Worte, die durch dieses Video dann jeweils durchlaufen, sind alle in derselben Frequenz wie das jeweilige Chakra. Okay. Des Planetentones und so und weiter. Wir wissen auch, dass egal, das heißt nicht nur meinen Namen, es bedeutet auch, ich sage jetzt mal als Beispiel, plötzlich muss ich umziehen, das kennen wir alle. Und der Umzugsort ist dann ein neues Dorf, eine neue Stadt und ihr habt dann plötzlich eine neue Straße. Jetzt kann ich diese Namen
in die Software eingeben und gucken, wie die zu mir und wie die Resonanz ist dieser Worte, was das zu mir bedeutet. Und deswegen empfehle ich den Zuschauern auch, besuchen Sie solche Seminare. Plötzlich sehen Sie die Welt mit ganz anderen Augen. Sie verstehen plötzlich, warum das so ist. Warum, wenn plötzlich der mir so gegenübertritt, warum ruft es in mir eine Aggression hervor oder warum das? Hat alles mit Schwingung und Frequenz zu tun. Und hier sitzt der Mann, der die Lösungen hat. Nutzen Sie diese Lösungen. Jetzt gehen wir zurück zur Software, sonst wackeln die Zuschauer ganz nervös auf dem Stuhl hin und her. Wir geben aber jetzt mal nicht meinen Namen ein, wir machen was anderes. Wir geben mal Time to Do ein. Sehr gut. Das ist eigentlich mal die Überlegung, gebe ich jetzt mal ein. Time to Do, so. Und auf Enter drücken ist immer wichtig. Dann, genau. Dann so geben Sie das ein, wie es jetzt da oben links steht. Das System schreibt alles in Großbuchstaben. Dann drücken wir mal auf Enter. Jetzt erscheinen da unten links in dem Feld eine ganze Reihe von Begriffen. Wie sehe ich zum Beispiel jetzt dazu eine Farbe? Wie geht das denn? Das ist ganz einfach. Wenn man eine Farbe nur ausprobieren will mit Kopfhörer, ist immer wichtig, wenn man mit Kopfhörer arbeitet, sollten wir uns nicht einem neu erzeugten Elektrosmog aussetzen, also andauernd 256 Sekunden lang alle möglichen Farben hören, ist nicht ratsam. Ja. Gleich mal eine Kontraindikation vorweg, das ist nämlich ganz wichtig, weil sonst schafft man sich seinen eigenen Elektrosmog, wenn man hunderte von Frequenzen minutenlang sich immer reinzieht. Genau. Wichtig ist dabei einfach, dass man dann die Zeit da unten auf der Software auf 8 Sekunden einstellt. Sag ich mal, das sichere Höchstmaß zum Ausprobieren, wenn man es mit Kopfhörer macht. Das habe ich jetzt hier getan. Genau. Und dann brauchst du nur auf Sound abspielen drücken, dann siehst du die Farbe und hörst den Ton. Genau. Das ist ja fast exakt wieder meine Farbe. Naja. Es ist fast exakt wieder meine Farbe. Das ist, glaube ich, sogar dieses Rot von dem CH hier in dem. Ja, da ist jetzt so das bläuliche Effekt ist hier ein wenig zu blau, aber es wäre exakt die Farbe, die dahinter steht. Und jetzt haben wir eine Farbe gefunden und haben einen Ton dazu. Wo sehe ich, wie viel Hertz der war? Ist das, was rechts 101, oben steht? Rechts oben, genau. 101 Hertz. Also, wie beginnt der Binärcode? 101. Das Wort ist übrigens, oder die Frequenz 101 Hertz ist ganz wichtig übrigens auch für unseren Bioorganismus, nämlich zellulär. Wir haben die Mitochondrien als Organellen in unserem Organismus, im Zellkern. Nicht im Zellkern, sondern in der Zelle, in der Zellmembran drin. Das ist nochmal so ein eigenes Universum. Und die Mitochondrien, die produzieren Energie, nämlich Bernsteinsäure. Kleiner Hinweis, weil wir ja bei Wortkraftschwingung sind, Worte, es geht um Worte. Mhm. Bernstein, das Wort, kommt aus dem Griechischen von Elektron. Aha. Die Elektronen fließen, das verstehen wir als Strom sozusagen oder auch atomarer Aufbau in der Chemie, geht es immer um die Elektronen, die irgendwo rumfliegen. Die Bernsteinsäure könnte man auch anders übersetzen mit Elektronensäure. Ganz spannend. Reine Energie. Und die wird angeregt durch 101 Hertz mit diesem Rot. Professor Hartmut Müller vom Global Scaling Institut hat damals auch ein Protoleitsystem entwickelt, mit dem man genau über diese Wellenlänge des Rots mit LEDs auf kranke Stellen oder auch Läsionen oder kleine Schnitte oder irgendwas gehen konnte. Und die Heilungsprozesse sind durch diese 101 Hertz, die da eben mit drin waren, direkt angeschwungen worden. Und um ein Vielfaches verschnellert. Genau diese Geräte gibt es. War gar nicht allzu lange war einer bei mir, heißt iWand, kommt aus den USA. Ja. Ist so ein Aluminiumstab, vorne ist eine rote Lampe dran, die blitzt. Und da gehe ich gerade drauf, drückst drauf, hältst es drauf. Wasser verändert sich im Geschmack in Sekunden, wenn ich es einmal oben drüber halte und drauf drücke. Blitzt übrigens 101 Mal in der Sekunde. Ja. Das ist die Frequenz. Genau. On time to do, zufällig auch. Dann schauen wir jetzt mal in die Begrifflichkeiten, die uns hier durch die Eingabe von Time to Do in der Software genannt wurden. Ja. Das heißt, alle diese Worte, die wir jetzt da sehen, die stehen auf irgendeine Art in Resonanz mit Time to Do. Und zwar einfach durch die Wortkraftschwingungsfrequenz selbst, weil sie nämlich dieselbe Frequenz haben, die Worte. Okay, dann schauen wir mal, was da steht. Da steht zum Beispiel Blaugrün, da steht Chromantin. Da steht Demokratie. Chromatin, ja. Mhm. Demokratie, die reine Farbe. Dann hier ein Name, Dietmar Elbel.
kenne ich nicht. Ist einer der begnadetsten Mathematiker unseres Planeten. Der hat jetzt das Buch geschrieben. Aha, jetzt kenne ich ihn. Ja, genau. Der hat auch Bücher geschrieben. Unter zahlen.cc. Jeder, der sich mit Mathematik ein bisschen tiefer gehen möchte. Das ist natürlich mein Steckenpferd gewesen, auch in der Schule. Zahlen, Mathematik. Immer. Aber da kommen wir auf das Wesen der Zahlen. Das, Zahlen sind nämlich auch Wesen. Ah, okay. Dann steht hier Epigenetik. Mhm. Dann steht hier, das kann ich nicht lesen. Germanium. Das steht Genießer. Gänsehaut. Genießer. Gänsehaut. Gänsehaut. Da, genau. Time to do verursacht Gänsehaut. So ist gut. Ich habe was für Genießer, stimmt auch. Mhm. Germanium, eines der interessantesten Elemente, die wir haben. Halbleiter. Gewissen, natürlich, appellieren wir immer dran. Granatapfel, ganz gesund. Dann steht hier Hämoglobin. Mhm. Der Name Hartmut. Hartmut Müller auch, ja. Ja. Ich bin Finder, ich vermeide, ich ziehe Geld, Infrarot, aha, ja. Infrarot, Irrsinn, ja. Das ist das, wo ich die ganze Zeit dagegen bin, Liedermacher, haben wir jetzt da sitzen einen, Mathematik, Megatron, Programm, Schießen, das tue ich weniger, vielleicht eher mit Worten. Fotos schießen. Ah, okay, Fotos schießen. Ja, die, genau. Wie gesagt, die Bewertung der Worte obliegt der eigenen Prägung. Der eigenen Prägung, genau. Heute würde ich Fotos schießen. Früher habe ich sehr viel geschossen. Ja, genau. Schnurr, das kommt mir auch sehr nahe. Das macht immer meine Katze, wenn sie auf mir liegt. Shungit, kennen die Zuschauer auch. Nutze ich, ist eines der besten Wasserentkeimungsgeschichten, die es gibt. Dann das Thema schwierig. Natürlich Stimmgabel war da noch. Ne? Genau, das Stimmgabel kommt runter. Dann kommt System, Träumer. Unfassbar, Vergebung, Vortrag, wahrhaftig, Zentrale und vor allen Dingen das Wort Ziellinie. Also wenn ich die ganzen Worte mir so jetzt zusammenziehe auf das Wort Time to Do, sind eigentlich mit allen Worten ist genau das beschrieben, was die Sendung ausdrückt, komplett. Mhm. Natürlich dürfen auch Träume und Träumer angesprochen werden, weil Träume sind der erste Schritt zur Realisation. Du musst es erstmal vorstellen können, sonst geht es gar nicht. Genau. Das Ganze, die ganzen anderen Worte, die drin sind, also es ist eine, eigentlich für mich jetzt eine Bestätigung dessen, was ich gedacht habe. So kriegst du jetzt einmal schriftlich. Wenn ich jetzt mir das anschaue, und jetzt hast du ja vorhin gesagt, gibt es diese, wie sagst du immer, Gegenfrequenz? Das ist komplementär. Komplementär. Mhm. Wie kann ich auf eine Komplementärfarbe oder Frequenz kommen? Da drückst du dann einfach auf der Software, statt auf Sound abspielen, auf Reharmonisieren. Und da hast du genau das Gegenüber. Im Goethes Farbkreis ist es dann eben, der Farbkreis ist so aufgebaut, das gesamte Regenbogenlichtspektrum hast du von Ultraviolett oder von Violett über Blau, Türkis, Grün, Gelb, Orange, Rot. Und das hat Goethe eben als Kreis zusammengebogen, hat dann oben bei dem äußersten rechten Ultraviolett- und Infrarotspektrum die übereinander gelegt, die Überlappung, da entstand dann sozusagen Magenta. Und dann hast du im 180 Grad gegenüber, egal wo du im Kreis dich aufhältst, in diesem Goethes Farbkreis, gegenüber immer das Komplementär. Das ist ja spannend. Und das zeigt die Software eben sozusagen auf Knopfdruck, wenn du auf Reharmonisieren drückst. So, und das ist dann die Reharmonisierung von Time to Do, wenn Time to Do zum Beispiel mal irgendwie auch mal Probleme hat. Soll es ja schon gegeben haben, habe ich gehört. Das kommt vor, ja. Das ist natürlich auch eine wunderschöne Farbe. Und auch ein sehr tiefer und beruhigender Ton, muss ich sagen. Himmelblau. Das ist sozusagen, wenn die Sonne scheint. Und entspricht übrigens zufälligerweise dem Halschakra, dem Kehlchakra. Okay. Kommunikation. Halt. Jetzt hat er mich selber überrumpelt. Ja, passiert manchmal. Ja, jetzt schaut man. Also, hier auf der Reharmonisierung können wir das gegenhören. Was haben wir hier noch? Diese beiden Knöpfe links daneben, neben Sound abspielen. Die sind sehr wichtig, wenn man zum Beispiel also normalerweise wird die Software per Kopfhörer und Bildschirm eingesetzt, damit man in die Selbstheilung reinkommt, egal was du da eingibst. Ob du deinen Namen, mit dem du nicht zufrieden bist oder du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut oder deine Diagnose eingibst oder einfach nur ein Gefühl. Ein Freund von mir hat danach wurde er ein Freund von mir, der hat eine Möbelfirma, Inside Möbel heißen die in Bremen. Der hatte mit dem Rücken ganz starke Probleme. So stark, dass er schon im Laufe der Zeit fast Angst hatte, in einem Rollstuhl eventuell irgendwann landen zu müssen. Und der hat dann die Software einfach sich auf den Bauch gelegt, weil er mittlerweile nicht mehr Möbel schleppen konnte, sondern sich mal auch nicht mehr sitzen und stehen konnte. Sich hingelegt. Hingelegt und hat sich das Laptop auf die Brust gelegt,
Kopfhörer auf, ein Kissen drunter, dann da reingeguckt, 256 Sekunden lang, das ist nämlich die therapeutische Wirklänge. Und dann hat er erstmal Erstverschlimmerungen gehabt. Die ersten Minuten danach hat er gedacht, er stirbt gleich vor Schmerzen. Muss man jetzt nicht unbedingt verbreiten, das ist vielleicht keine gute Information jetzt in den ersten Sendungen. Aber so ist es häufig. Nee, aus der Homöopathie kennen wir das bleiben, auch. Das ja, das ist es einfach so. Und dann konnte er zugucken, stündlich zum Abend hin sind seine Schmerzen komplett weggegangen und auch nie wiedergekommen. Was hat er eingegeben? Seinen Namen oder Rückenschmerzen? Er hat reingegeben, sorry, wenn ich das so in der öffentlichen Sendung sagen muss, aber Scheiß Rücken hat er eingegeben. Scheiß Rücken. Weil das entspricht deinem Gefühl. Ja, stimmt. Du hast ein Wort und wenn das Gefühl dazu noch ist, ne, das ist nämlich das Entscheidende. Du kannst natürlich komplizierte lateinische Fachbegriffe aus der Medizin eingeben, du hast aber kein Gefühl dazu. Außer jetzt vielleicht bei Tumor. Tumor ja. Weiß noch jeder, oh, das fühlt sich nicht gut an. Nein. Das ist ein starkes Gefühl. Und diese starken Gefühle, ob das nun positive oder negative Gefühle sind, hängen immer an den Worten dran. Und die Worte, die du eingibst, da brauchst du nur entscheiden, ist das ein gutes Gefühl oder ist das ein schlechtes Gefühl? Fühlt sich das warm an, schön? Ist das ein freundliches, erwartendes, hoffnungsvolles, sehnsuchtsvolles Gefühl, wo du sagst, ja, da geht mir echt das Herz auf, da geht es um meine Zukunft, um meine Heilung? Oder ist es ein Gefühl, was mir Bauchschmerzen bereitet, wo sich alles zusammenzieht, wo ich verkrampft werde, wo ich blockiert bin, also in allen Bereichen, was sich nicht gut anfühlt? Dann drückst du natürlich nicht auf Sound abspielen, sondern auf den unteren Button auf der Software Reharmonisierung. Und dann passiert etwas Komplementäres auf ganzer Ebene. Das ist eigentlich ganz revolutionär, was du da gemacht hast. Weißt du das? Das ist das, im Prinzip weiß ich das, ja. Es hört sich nur immer so komisch an, wenn man... Ja, wenn du selber sagst. Ja, viele sagen immer, Eigenlob stinkt. Aber eigentlich müsste man sagen, Eigenlob stimmt. Ja, weil du kannst hinstellen und sagen, das kann ich. Und da hat nichts mit Eigenlob zu tun. Genau. Das sind nur Positionsbestimmungen. Ja. Und die müssen wir auch wieder tun. Wir hatten einen Professor in Harvard, der da 20, 25 Jahre gelehrt hat und mittlerweile in Pension ist. Vor nicht allzu langer Zeit hat er mir Kontakt aufgenommen. Seitdem sind wir rege in Kontakt. Spricht Gott sei Dank gut Deutsch, sonst wird es immer ein bisschen schwieriger, gerade wenn es um Fachbegriffe geht. Und der sagte mir, das ist die Medizin der Zukunft. Ja. Er sagte eindeutig, wir können alles über Frequenzen und Schwingungen machen. Wir müssen nur lernen, wie Schulkinder, sagt er, mit dem Stoff umzugehen. Ja. Was nützt dir, wenn ich dir 47 Teile auf den Tisch lege? Du hast den noch nie gesehen, weißt nicht, was es sein soll, was daraus werden soll. Also musst du erstmal eine Anleitung kriegen, wo du weißt, was du damit machen kannst, alles. Und dann kannst du anfangen. Und dann entwickelst du auch weiter. Deine Kreativität kommt dann dazu. Ja. Und so sagt er genau das. Und ich hoffe, die Zuschauer konnten das gut verstehen. Es geht in dieser Thematik darum, dass sie viele Bereiche ihres Lebens, ihr Beruf zum Beispiel, sie sind gelernter Bäcker, dann geben sie doch mal das Wort Bäcker ein oder geben sie mal ihren Namen ein und das Wort Bäcker dazu und schauen sie mal, was da passiert. Sie können auch einen ganzen Satz, wenn ihnen ständig ein ganzer Satz im Kopf rumspukt und sie wissen nichts damit anzufangen, geben sie den mal ein. Oftmals hat man dann mit den Worten, die da rauskommen, plötzlich die Verbindung dazu und sagt, ach, deswegen ist mir das die ganze Zeit im Kopf. Ich wollte doch schon vor Jahren oder wie auch immer das und das. Ein großer Helfer, der viel uns vereinfachen kann, viel uns mitteilen kann in allen Bereichen des Lebens. Ihre Kinder, Sie kennen das Thema, Kind kommt immer heim und sagt, Mama, ich will nicht mehr in die Schule gehen und so weiter. Schauen Sie Ihrem Kind, schauen Sie sich die Farbe an, geben Sie Ihren Namen ein, geben Sie das Thema Schule ein. Plötzlich lesen Sie wahrscheinlich unten Worte, wo Sie sofort draufkommen, aha, da liegt das Problem. Nutzen Sie solche Helfer der neuen Zeit, weil das ist jetzt endlich mal eine Software, die ich gerne auf meinem Computer habe. Die macht doch nur sinnvolle Dinge, wie manch andere, wo das nicht so ist. Aber wir wollen noch mal weitergehen. Ich mache das einmal klein wieder hier. Jetzt haben wir noch, das sehe ich immer, wenn ich das Bild mal einblende, da sehe ich immer den Andreas. Und so bringt er das auch rüber in seinen ganzen Seminaren, die er macht und Veranstaltungen. Die Gitarre ist bei ihm nicht nur Dekoration, nein, über das schwingt er ständig mit sich, bringt sich in Schwingung und kann das auch rübergeben. Und dann hast du uns noch ein tolles Lied mitgebracht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, halt, ich muss da in den anderen Ordner. Und dann schaue ich das mir ist, mal. Genau, das, dieses Lied, was wir da gleich hören und sehen und fühlen können, ist entstanden in einem Frequenzzentrum von meinem lieben Freund Günther Hauer in Graz.
Und zwar war das, habe ich den genannt, spontan offizieller Human Way Song. Also Human Way war das Wort für den menschlichen Weg, wo mein Freund Professor Franz Hörmann auch an diesem Wochenende mit dabei war und viele andere wunderbare Menschen. Und das ist spontan entstanden. Und diese Spontanität, die ihr oder Sie jetzt auch die Zuschauer da jetzt dann sehen könnt und hören könnt, die passiert auf meinen Wortkraftschwingungsausbildungswochenenden und Seminaren, wie wir jetzt demnächst nächste Woche auch hier in der Schweiz wieder eins haben, das ganze Wochenende über. Und da kann man dann erleben, wie ich mich einfach nur zur Verfügung stelle, als Musiker, der natürlich sein Handwerk versteht, sein Instrument, seine Stimme. Ich kann natürlich mit all dem schon ganz gut umgehen, aber da wird es dann fühlbar, weil ich nehme nur die Schwingung aus dem Raum auf. Okay. Und übertrage das dann in spontane Sätze und Worte dann und Musik. Dann hören wir uns das einfach mal an. Yeah.
Also das ist ein sehr, sehr spontanes und schönes Lied, ein sehr befreiendes Lied. Und ich glaube, die Menschen haben das auch genau so aufgenommen. Wenn ich Hört das man auch am Ende habe. Ein wenig, wie sie... Genau. Nochmal der Hinweis für alle, die mehr zum Thema Wortkraftschwingung wissen wollen, über die gleichnamige Website. Wir blenden sie kurz ein, www.wortkraftschwingung.de. Dort haben Sie alle Informationen. Wenn Sie über alle Veranstaltungen sich informieren wollen, da hier ganz an der rechten Seite hier sehen Sie das Thema Veranstaltung. Wenn Sie da drauf gehen, finden Sie alle Seminare und Veranstaltungen. Ich möchte Ihnen die nächste gleich noch einmal zeigen, und Zawar, Moment, das haben wir gleich. Nee, da haben wir es nicht, aber dann haben wir es woanders. Und zwar müsste es da sein, jawohl. Wenn Sie jetzt buchen wollen, die nächste Veranstaltung hier in der Schweiz ist von 6. bis 8. November und das ist, glaube ich, die letzte dieses Jahr. In der Schweiz? In der Schweiz auf jeden Fall, ja. Ja, die letzte. Also wenn Sie das noch einmal besuchen möchten dieses Jahr und es wäre für Sie eine tolle Geschichte, denken Sie an Weihnachten, denken Sie an die Dinge, die dort immer so aufs Tableau kommen. Wenn Sie sich anmelden möchten, unten haben wir eine Rufnummer. Die Dame, die Ihre Anmeldung gerne entgegennimmt, ist die Silvia Hepe. Und wenn Sie aus der Schweiz heraus unter 078 810 66 29 anrufen, dann können Sie sich für dieses Wortkraftschwingungsseminar in Nennikon von 6. bis 8. November anmelden. Die nächste Veranstaltung wäre dann erst wieder im Januar, 22. bis 24. Januar, auch hier gleicher Ort, auch anmeldbar über die Silvia Hepe. Und wie gesagt, für alle, die mehr wissen wollen, gehen auf Wortkraftschwingung, gehen auf das Thema Veranstaltung und dort finden Sie das. Jetzt haben wir noch mal gerade uns unterhalten, während dein Song lief, über das Paket. Das heißt, der Zuschauer, der jetzt die Software bekommt, bekommt natürlich auch dabei eine Anleitung, wie er damit umgehen soll. Dann hast du vorhin gesagt, sind natürlich diese hochwertigen Kopfhörer dabei. Und dann gibt es noch Chakrenreise. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Was ist das? Also zuerst mal zurück zu hochwertigen Kopfhörern. Da muss ich nämlich mal gleich einhaken. Ja. Weil es sind eigentlich nur Kopfhörer nötig, die zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz, ganz normale Standard-Kopfhörer. Also diese kleinen Ohrstöpsel, die man beim Handy immer dabei hat, sind nicht so günstig, weil ja, die haben natürlich nicht so diesen Wumm und die Bässe untenrum, die ja manchmal nötig sind, je nachdem, welche Worte man eingegeben hat. Aber die Kopfhörer sind dabei, sind auch keine besonders teuren. Die kann man sich auch notfalls, kann man sich das Programm auch downloaden. Ne, wer da noch ein bisschen Geld sparen will oder so, das geht auch. Dann ist die Chakrenreise als Videos mit dabei, eine Bedienungsanleitung, die ein Freund von mir aus Paraguay geschrieben hat. Wunderbare Arbeit gewesen. Und natürlich der USB-Stick, den man immer dabei haben sollte. Weil jetzt hier am Rechner dran ist? Genau, ich zeige ihn noch mal in die Kamera rein, weil das ist nämlich das Schöne. Der ist robust, das ist tatsächlich ein Metallstick. Ja. Den hat man am Schlüsselbund immer dabei, über diese großzügige Schlaufe. Und kann auch, wenn man bei Freunden, Verwandten, Kollegen oder Klassenkameraden oder sonst wem ist, immer mal eben den in den Windows-Rechner reinstecken von Freunden und mal eben nachschauen, weil einem irgendwelche Worte gerade aufgefallen sind, die man natürlich dann speichern kann. Das heißt, dein eigener Wortterminus, deine eigene Wortsprache, die dir wichtig ist, sonst wärst du auf die Worte nicht gekommen, hast du darauf gespeichert. Und die haben natürlich auch alle Resonanzen dann zueinander, okay, die man dann hier drauf sammeln kann. Ne? Ja. Das ist also, es eigentlich schon. Unser Sendezeit rast dem Ende entgegen. Ja. Wir könnten noch 2 Stunden und wir hätten auch, liebe Zuschauer, noch einen Haufen Themen, mit denen wir gerne mit Ihnen sprechen würden. Aber die anderen Themen haben wir jetzt aufgrund der Zeitproblematik auf eine nächste Sendung vertagt, wo wir uns noch mal mehr mit dem Ubuntu-Thema beschäftigen. Ihnen kann ich nur empfehlen, seit ich diese Software kenne und gesehen habe, was sie macht,
es ist wie ein Lehrbuch der neuen Zeit für mich und so möchte ich es auch rüberbringen. Sie geben ein Wort ein, Sie bekommen Resonanz, Sie bekommen Begriffe dazu, die gleich schwingen, Sie bekommen Erkenntnis vermittelt über die natürlichste Art, die es eigentlich gibt, über Frequenzen und Schwingungen. Und Sie finden sich selbst und erkennen Dinge über Sie, die Sie vorher gar nicht gedacht haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Thematik annehmen, besuchen Sie die Seminare und teilen Sie mir mit, was in Ihrem Leben sich verändert hat. In diesem Sinne nochmal meinen herzlichen Dank an dich, Andreas. War wieder sehr, sehr berauschend für mich, mehr als empfindend berauschend war es. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie heute Abend wieder bei uns waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und eine wunderbare Nacht.